So, also, dieser junge Mann hier, ja, neben dem sehe ich doch ziemlich alt aus, obwohl er jetzt schon 65 wird im November, was man ihm so gar nicht ansieht. Einer unserer beliebtesten Mitarbeiter hier im RBB. Und ihm zu Ehren hat die königliche Porzellanmanufaktur jetzt ihn sozusagen in limitierter Auflage herausgebracht, in ihr Portfolio aufgenommen. 65 Porzellansandmänner. Ganz irre. Aber wir wollen natürlich sicher gehen, dass da auch alles klappt und dass alles eine Richtigkeit hat. Und deswegen, ja, haben wir uns die ganzen Produktionsabläufe mal exklusiv und ganz genau vom Chefdesigner erklären lassen. Das Sandmann-Sammlerstück entsteht auf dem Tisch des Chefdesigners höchstpersönlich. Dafür schläft Thomas Wenzel auch mal in der Werkstatt, so wie heute. Es braucht eben Zeit, bis er weiß, wie die Figur richtig steht und lächelt. Ich ertappe mich dann manchmal, ich sitze dann davor und arbeite und dann mache ich selber diese Gesten. Ne? Ja, ich schmunzel das selber also zurecht. Aber das ist eine schöne emotionale Arbeit eben. Und zwar für alle Mitarbeitenden. Sie kennen den Traumsandbringer aus ihrer eigenen Kindheit. Aus dem Prototypen entstehen Negativformen. Anja Sonn befüllt sie und verhilft den Geschöpfen nach dem mehrstündigen Trocknen zur Geburt. Ja, da lächelt man sofort zurück. Der Moment, wo sich das Gesicht zeigt, da erinnert man sich natürlich immer sofort an seine Kindheit. Seit 65 Jahren begrüßt er die Kinder jeden Abend. Anja Sonn schenkt dem Porzellanabbild die unverkennbare Winkgeste. Die Nähte müssen gut sitzen, damit der Arm beim ersten Brand ja nicht abplatzt. Nach jedem Brand wird gefragt, ob alles geklappt hat, ob alles gehalten hat. Jeder hat ja seine Verantwortung, dass das Sandmännchen wohlbehalten hergestellt wird. Man kann ja auch viele Fehler machen und die gilt es zu vermeiden. Einen Tag lang liegt er bei fast 1000 Grad im Ofen. Aber ein Superheld wie der Sandmann hält das aus und will gleich weiter zum nächsten Brand. Vorher muss er aber noch in die Arme von Hardy Rossmeisel, der mögliche Risse beim Blautauchen entlarvt. Mach die blau, um zu sehen, ob hier irgendwie Risse sind. Und wenn hier ein Risse sein sollte, dann müssen wir wegschmeißen. Nur makellose Modelle bekommen die Porzellanglasur und gehen in den entscheidenden sogenannten Glattbrand. Der heikelste Moment im ganzen Herstellungsprozess. Bei Riesenhitze schrumpft die Figur, wie uns Chefdesigner Wenzel zeigt, um fast ein Fünftel ihrer Größe. Aus dem Sandmann wird so ein Sandmännchen. Das kann dann eben dazu führen, dass die Produkte sich verziehen, verformen, reißen, zerbrechen. Das ist immer so ein Überraschungsmoment. Erst jetzt bekommt die Figur den finalen Anstrich. Was zuerst noch nach unscheinbarem Braun aussieht, wird am Ende glänzendes Gold. Zwar kein echtes, aber wertvolle 2000 Euro kostet das Sandmännchen dann doch. Eine Summe, die der ein oder andere Vorbesteller bereit ist zu zahlen, um seine Kindheitserinnerungen zu vergolden.